die Wendezeit und auch diese Euphorie, die da ja herrschte, ganz am Anfang haben wir beschrieben. Wie hat sich Altenburschlat seitdem verändert und beziehungsweise auch entwickelt? Wie steht der Ort heute da? Zuerst sind ja die ganzen Besucher weggefallen, diese ganzen Übernachtungen. Das hat ja von einem Tag auf den anderen aufgehört. Zwar nicht direkt so stark, weil es sind immer noch welche gekommen, die die ganzen Jahre immer gekommen sind mit ihren Leuten und haben die Grenzführung gemacht da. Die wollten jetzt mal gucken, wie sieht es jetzt da drüben aus. Die sind dann gekommen, haben bei uns wieder übernachtet, ein paar Tage, und haben dann von da aus Fahrten unternommen im Bus nach Erfurt und wo sie also hin sind. Das hat aber dann auch nachgelassen, und jetzt ist eigentlich in dieser Richtung überhaupt nichts mehr. Die Leute fahren jetzt direkt, wenn sie darüber wollen, direkt dahin, wo sie hinwollen. Damals wussten sie noch nicht, wie sieht das jetzt aus da drüben, finden wir überhaupt ein Hotel, und wenn, was ist das für eine Bude. Ne? Deswegen waren die sicher, hier wissen wir, was es ist, und dann fahren wir erstmal gucken. Aber das hat sich ja mittlerweile so geändert, das ist ja schon drüben, hüben wie drüben, mit der Übernachtung schon Standard, alles gleich. Und sonst, Sie sagten, es gab zwei Supermärkte, einen Gasthof, viele Fremdenzimmer. Wie hat sich das verändert? Wir hatten zwei Läden, Lebensmittelläden, die sind beide zu. Wir hatten zwei Gasthöfe, eine kleinere Gaststätte und einen größeren. Der größere hat sich weiterentwickelt. Der ist jetzt mittlerweile, das hieß früher Gemeinde Schenke, jetzt ist es ein Landhotel, also mit Umbauten und Ausbauten im Zuge der Dorferneuerung damals, wo wir da mit reingekommen sind, mit Klaus Burschler zusammen. Dann die Übernachtungszimmer sind nach wie vor noch da, und es sind auch vermehrt jetzt Leute da, die in unserer Gegend Urlaub machen, weil wir eine hervorragende Wandergegend sind, durch die ganzen Premium-Wanderwege, die wir auch mittlerweile haben. Das Radwegenetz ist optimal ausgebaut in und um Altenburschlat, rund um Eschwege, überall. Man kann also Radwegenetz nutzen ohne große Steigungen. Ne? Das machen viele, die Radwandern. Dann haben wir noch einen Campingplatz. Das war auch immer im Sommer ausgebucht. Kanuten, die dann gefahren sind, Radfahrer. Und ansonsten sind wir zurückgegangen in Einwohnerzahl. Wir hatten mal 501 Einwohner, und jetzt haben wir noch 379. Und das ist jetzt bedingt durch, weil bei uns gibt es ja keine Arbeit mehr, sowieso nicht. In Eschwege waren zum Beispiel größere Firmen, die zugemacht haben. In Wanfried eine Firma, eine große Firma, die zugemacht hat. Dann hat eine Druckfirma, die hat sich verkleinert, also sind jede Menge Leute auch entlassen worden, und die haben dann, müssen dann sehen, wo sie Arbeit kriegen. Das, der Vorteil ist natürlich jetzt, dass ich nicht nur im Westen suchen kann, ich kann auch im Osten suchen. So haben wir also bei uns einige Leute, die bei Opel in Eisenach arbeiten oder bei anderen Firmen dann in Eisenach und Umgebung. Allerdings auch andersrum Leute aus Thüringen, die hier im Westen, in Eschwege, Wanfried und überall eine Stelle auch gefunden haben.